Hallo Vincent, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du uns etwas über dein aktuelles Projekt, über die Dreharbeiten von Rise Up erzählen? Ja, also wir haben gerade die Dreharbeiten abgeschlossen zu dem Kinofilm Rise Up and Dance. Wir haben 6 Wochen in Osttirol gedreht und es war total eine spannende Zeit, totales Neuland für mich. Ja, du bist ja eigentlich Tänzer. Gibt es einen großen Unterschied zwischen der Bühne und dem Kino, also der Leinwand? Ja, ich meine, es gibt Parallelen, aber es ist natürlich was komplett was anderes, weil du auf der Bühne, du hast einen Auftritt, du musst wirklich auf den Punkt genau abliefern und beim Film hast du halt deine 10 Takes pro Szene oder mehr oder weniger, wo du dann den Text immer wieder wiederholen kannst und du machst es einfach so lange, bis es perfekt sitzt. Und da hat das Ganze ja andere Geschwindigkeit einfach. Und das ist mir am Anfang ein bisschen schwierig gefallen, aber ich bin relativ gut klargekommen damit. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Gibt es da ein Ereignis? Ja, also es war totaler Zufall. Ein Kumpel von mir hat mir erzählt, dass eine Produktion gemacht wird in Österreich über einen Tänzer und dass die Schauspieler suchen, die tanzen können. Und die haben mich dann einfach dort gemeldet und daraufhin haben wir dann ein Casting gemacht. Die haben mich eh schon kennt vom Supertalent. Die haben schon gewusst, dass ich tänzerisch gut drauf bin und dass es passt. Und da ist dann einfach nur mehr darum gegangen, ob ich ein bisschen ein Talent zum Schauspielen habe und das war dann auch so. Nun die letzte Frage. Wie isst du eigentlich deinen Ite Ball am liebsten? Ja, also den Ite Ball isst ich eigentlich am liebsten mit Prosciutto und Rucola. Danke fürs Interview.